So, hier geht immer herzlich willkommen zurück am Schiff bei Assassin's Creed Odyssey, Amata, Wonya, Taponga, Changa, Hana, Katania. Nehmen wir da noch zu umlegen? Markeris, der abscheuliche. Den habe ich vor kurzem, mit dem habe ich von dem habe ich was gelesen. Yo, Bro! Okay, das kann natürlich jetzt richtig ugly as fuck werden. Wir stecken uns kurz hier. Einfach her und schießen ihn ab. So. Uff. Ich werde vom Bienchen angegriffen. Echt jetzt? Der ist irritiert. Ich fühle es einfach mal so, als ob ich nichts gemacht hätte und laufe hier lang. Woher will der wissen, dass ich das war? Ich war das echt nicht, Bruder. Jetzt chill. Nein. Nein, ich war das nicht. Und wenn du Krieg willst, okay. Ey, wo kommt die Katze her? Sagt wer? So, mehr Damage geht ja nicht mehr. Ups, das haben Zivilisten angegriffen, das wollte ich nicht. So, der Rest müssen wir mal kurz aufheben. Das Zeug. Doch, habe ich. Der hat ihn angegriffen. Ich kann ja nicht. Ja, klar. Bin fucking Witch-Hitch. Nee, sehe ich anders. Das würde ja gerade eins, Bruder. Okay, wir können einen Start nehmen. So, was hältst du davon? Das Knick ist durch. Noch Fragen, Bruder? Easy. Gut. Wir haben 400 Meter Ziel. Ich habe keine Ahnung, was für eins. Sprich mit dem Fest nach Myrene, verbessere Speer. Ja, okay. Na, das soll die Knarre nicht rausholen. Du sollst nur herkommen und das Ding aktiviert haben. Also die Waffen gewechselt. Wir müssen nur hier so durch. Viel Marmor. Und trotzdem bekommen sie das Gebäude am Hafen nicht fertig. Ja. Das stimmt allerdings. Hatte ich ganz unrecht. Gute Cassidy, Cassandra Jones, won't. Jetzt habe ich einen normalen Weg. Ohne großartig klettern zu müssen. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Wir haben es in 100 Metern, 180. Dann holen wir uns das doch kurz, weil ich glaube, die Map haben wir noch gar nicht so arg erkundet. Yep, correctly. Naxos Steinbruch. Das hört sich doch sexy an. Oh Gott, hast du Tour? Sag es ja an, dass du RIP gehst. Schwerer Soldat. Ich weiß halt, in wem das gehört, ne? Ich glaube, es gehört Sparta, wenn ich es richtig weiß. Sehe. Darf ich hier? Nein, darf ich nicht. Ich muss mich verstecken. Nee, müssen wir nicht. Och. Weil davon ausgeht, dass die Ziege sich anders bewegt. Sorry, Ziege. Tut mir leid, Bro. Na, spring. Ha, nix da. Das ist ein Schatz. Ich will mir irgendwie jetzt gerade draufstehen. Strand von Ammit. Dann könnte er unten auch eine Höhle sein. Wo ist Alfred hier? Ins Gesicht. Schaltet 20 Alpha-Tiere. Tötet 20 Alpha-Tiere. Okay, Strand von Ammit. 4095. Okay, Ort abgeschlossen. Okay. Kriegen wir was dafür, dass wir da jetzt
Ah, 4 Aufleitetempo des Bogens. 4%. Sehr schick. Shake, shake. Fake, fake, shake, shake. Da drüben sind ein paar Schifflis. Haben wir sonst noch was in der Nähe? Abgesehen vom Steinbrüch. Nein, haben wir nicht. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann gehen wir zu Mama. Und fragen die mal, was bei der so abgeht. Okay? Mama. Ich frage mich trotzdem gerade eben, wo die fucking Katze herkam, Mann. Ich habe mit der doch gar keinen Stress gehabt, komm mir einfach her und kraft und Zeit. Also, ich verstehe das nicht, ja? Also, es ist so ein extrem, diese Kampfkatzen überall, ne? Die sind voll aggressiv, ey. Aber schon schick. Boah, war so ein Alt. Die Gegend hier erinnert mich halt so ein bisschen an, Doussaint? Von Bloodwine? Doussaint hieß es, glaube ich. Kann ich den einfach umlegen? Krass. Wenn ich jetzt ein paar Mal anrammeln, dann werden die Akro und schlagen uns. Mama, ich weiß nicht, ob zu dir will. Ich habe hier einen Sync-Punkt. Den könnten wir uns noch kurz holen. Das ist eine Ziege, die gehört jemanden. Das ist ein Haustier, darf mich töten. Okay, 50 Meter ist auch was. Turnbett von, ist es ein Banditenlager? Glaub ja. Ganz danach aus. Das heißt, wir können die wegfrittieren. Finde ich gut. Anführer des Sippe töten. Ja, easy. Aha. Ich komm nie drauf, wo ich hock. Hallo, Cassidy. Geh doch rüber. Danke. Hi. So. Zack. Bro, was schön mit dir, Geschäfte zu machen. So, da haben wir den Schatz. Da drüben haben wir das Eingelagerte. Müssen wir schauen, wo wir da rankommen. Und hier ist es. Perfekt. Haben wir geplündert, haben wir abgeschlossen den Ort. Sehr schön. Shake, shake. Dann würde Ashy jetzt sagen. Ach, bin so blöd zum Zögern und ach, keine Ahnung. No aim, Hand zu main. Warte mal. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich R gedrückt hätte. Hä? Wir gehen mal da hoch. Heiligtum, sieht gut aus. Hi. NYPD. Ich habe ja Zugriff gehört. So. Wir brauchen das Leder. Die pflanzen sich eh vor für die Kanäle. Wir sind dazu da, um den Bestand zu reduzieren, weil es hier keine großartigen Wölfe gibt. Muss es natürlich, oder muss es auf unnatürlichem Weg durch Menschen passieren. Das Problem hatten die schon früher, weil die Natur einfach viel zu hart gefickt hat. Aber wir haben ja kein Kleberweitel-Hashtag. Ne? Muss man erwähnt haben. Cassidy? Danke. Nicht runterfallen einfach. Ich bin ja froh, dass ich inzwischen sich so hart abrollen kann und nicht so permadeath ist. Aber sieht schon hübsch aus. Könnte ja für meinen Geschmack ein bisschen mehr Land sein, aber gut, wenn es dort unten halt so aussieht von der Fläche her, dann ist halt so. Okay, warte. Wir springen da noch runter. Das sieht eigentlich interessant aus. Ich hoffe, noch ein bisschen kurz die Insel erkunden. Da liegt unser Boot an. Hui! Tot.
Abgerollt. Was ist da unten? Höhle am Berg Zars. Wer ist das? Pfadfinderin. Okay. Goro, 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 Goro. Und wo ist die Höhle? Ah, da oben ist die Höhle. Okay. Ja, mal da mal kurz mal reingucken, was es da so Feines gibt. Dann gehen wir mal nach links. Da sind ein paar Friends, wie es aussieht. Willst du mir verarschen jetzt? Jetzt klettert doch hoch. Nein, ich will haben den Mitarbeiter nicht hin. Das macht das nicht. Ich bin, was das betrifft, der Eitel. Ach, Cassidy. Schwester. Was ist das für ein Rätsel? Wir müssen doch kein Rätsel lösen, wir müssen doch irgendwas finden. Sind hier Friends? Oder Unfriends? Ich glaube, wir sind Unfriends drin. Also Enemies. Ja. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Si, Senorita. Ja, jetzt geh weg. Ich gerade überlegt. Wie? Tschüss. Hi. Ah, das war falsch. Hab ich die falsche Attacke ausgewählt. Hi. Tschüss. Erledigt. Fackel raus. Durchsuchen. Alles mitnehmen. Eine Rempfohle. Da haben wir das Rätsel. Hust. Vom Schatz. Ich finde es immer wieder interessant, dass man mit den Lautlos Killer das trotzdem bekannt wird. Ah, da geht's durch. Uff. Schwester. Pack mal die Fackel ein. Ach, ich glaube, wir nehmen die große Waffe. Jungs, wie sieht's aus? Problem ist, die stehen halt alle im Wasser, ne? Kann man halt schlecht brennen, wenn man im Wasser steht. Aber sie riecht zumindest ein bisschen mehr schade. Alter, spielt Cricket mit seinem Kopf. Krass. Hat die einfach Cricket mit seinem Schädel gespielt. Uff, Bruder. Ey, komm mit. Muss schon mal da sein. Hallo, danke. Hä, was? So, aufheben? Nö, will ich nicht. Wenn du auf den höchsten Punkt des Zars kletterst, kannst du zwei kleinere Inseln im Süden sehen. Auf einer davon findest du mich in einem Heuhaufen neben einem freundlichen Esel. Entscheide dich schnell, der letzte Reisende verhungerte und unentschlossen. Okay. Den höchsten Punkt des Zars, auf einer der Inseln können wir sie finden. Da ist ja nur so Eisendinger, ja, scheiß drauf. Da machen wir jetzt keinen Stress.
Einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Okay, das ist geil. Jetzt hab keinen. Oh, die quetsche ich immer so durch. Das ist wie bei Lara Croft, bei Tomb Raider. Immer 20 Jahre gebraucht, bis sie da durchgesneakt war. Zum Heulen. Ich geh mal da oben raus. Das Primäre haben wir eh gefunden, von daher. Schau mal, was ist hier noch? Den höchsten Punkt des Zars. Man sagt, Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Okay. Zeus in diesen Höhlen. Hä, vor allem, wie verwinkelt sind die denn? Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so tief sind. Macht die Sache natürlich interessant. Jetzt geht's wieder hier lang. Ich würde halt gerne nochmal zurücklaufen dann. Schauen, wo der andere Weg lang führt. Da kommen wir jetzt wieder raus. Da waren 70 Meter auch noch was. Uff, wer hat sich da beim Level Design, da hat sich wenigstens einer beim Level Design Gedanken gemacht. Die Frage, wie man da reinkommt. Das ist halt wahrscheinlich über Umwege. Das war jetzt doof. Ich habe irgendwie erdrückt aus Reflex. Nein, Cassidy, ich drück C schon seit geraumer Zeit. Danke. Wir suchen. So. Gibt's hier noch mehr? Ja, ihn halt, aber sonst. Ich habe keinen von denen boxen, ne? Dass da Leute vor denen abgemoxt wurden. Also, das ist echt eine fragwürdige Einstellung von denen. Und noch ein 230 Meter was an, dann gehen wir der Quest wieder nach. Das ist runter, Potato, der ist ihm gestorben, wir beten schon für ihn. Also alles in Ordnung, mache keine Sorge, sie Senior. Ah, warte, und die Banditen links müssen wir uns noch anschauen. Stimmt, du bist doch wieder links, ja, das ist die Höhle nämlich. Okay. Schiffswrack, es ist im Wasser draußen, sehe ich jetzt schon. Ja, aber damit zu Kupiktilion, nein, da habe ich gar keinen Turn drauf. Ich muss mal schauen, wie man die am besten erledigt. Mal ein bisschen was nachgoogeln. Hi, Krebsis. Uff. Hopp, macht es. Ich weiß, wo der Schuss herkam. Von da drüben schießt jemand auf uns. Pfeile kamen von dort drüben. Richtig. Ich weiß, wo du dich versteckst. Echt? Mach doch was. Mach doch was. Ja, genau, du tötest mich. Ich habe schon viele probiert für euch. Okay, ein paar haben es geschafft. Wie
Ich frage mich eigentlich gerade eins, gibt's auch doppelt den Flammenschaden? Ja, wenn angeblich Ausrüstung bei uns die besser wäre wie die vorherige, bla bla bla. Hundi ist eigentlich brav. Hatte mal Glück. Ich muss eine andere Waffe nehmen. Upp, und tot. Ja, es. Tut mir leid, Hundi. Tut mir echt leid, Bro. Weil der Herrchen war ein Arschloch. Ach ja, immer diesen armen Hundis, den man killen muss. Ich weiß, hier den Vogel abmoxen können. Ist egal. Der Vogel gibt ja Fell, interessanterweise. Es dürften jetzt aber die komischen Priester das. Ja, genau, das sind sie doch. Ach, die wird er ja wo auf Sotir abfahren. Ne, so. Was mache ich wieder mal, wenn ich wieder zu schnell bin? Tja. Schätze plündern, wir könnten eigentlich jetzt auch einfach auch. Ach, wir gehen rein, kommt. Hi! Überraschungseffekt! Muss mal einen Knall ausnutzen, sowas. Der stirbt, ey. Aber warte, nee, der hat noch ganz voll. Teddy, du kommst auch noch dran, ganz ruhig. Bruder. No! Wie war das jetzt? Uff, da haben wir kurz nicht aufgepasst. Ich glaube, wir müssen echt unsere Rüstung upgraden. Langsam. Aber sicher. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Wo ist der Rest jetzt? Ach, das war's. Sie sind tot. Piratenstrand. Da waren wir doch gerade erst. Hä? Ach, ich muss erst wieder. Ach so. Ah, okay, okay. Gehen wir wieder dahin. Irgendwas hat uns total weggeschnackt, ne? Aber übelst. War ein bisschen heftig gerade. Ich glaube, der Teddy war mit unter dran schuld. Die Tastatur, die gibt gerade so nach, ne? Nimm auch sie halt. Oh, ich hab's nicht ganz erwischt. Shit. Da geht der Teddy noch eine aus dem Maul. Und sie halt. Boah, der hat aber Gesäße. Der hat halt jetzt aber weh. Oh!
Wow, Bruder! Damage over time ist halt einfach nur noch sexy bei sowas, bei so Masse. Uff! Nein, nicht schon wieder! Ich wollte gerade weg. Ja, scheiße. Hat die mir ihre Hurengranate da, du. Mann, Mann, Mann. Das war ein bisschen blöde Position, vielleicht auch noch mit dazu. Ach, Spiel. Jetzt wollte ich gerade sagen, lad. Wem ist jetzt am anderen Ende gegangen? Ich habe F5 gedrückt, danke. Ich nehme jetzt die harte Munition. Der Arsch. Reicht aus. Darf ich mich festnageln lassen? Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, ja. So. Hi. Wollen wir miteinander reden? Ich glaube, die Anführerin hier zuschlägt wie eine Drecksau. Hast du die Münzen für den Fährmann dabei? Ja, für euch schon. Sag ich's nicht, das sind die Scheißdinger. Teddy, Fresse. Uff. Ja, nimm doch und lösch dich. Schwester. No, 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 no! Nein, 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 nein! Das gibt es doch nicht! Wozu drücke ich denn viermal? Wozu rolle ich, wenn die Perma brennt? Ey, schon eine Scheiße gerade. Ich hab gleich keinen Bock mehr schon wieder. Und jetzt noch 20. Noch 20. Pfff. Blöde Kuh. Da ist die nächste Bogenschützin. Da ist er, da ist jetzt auffällig. Nix da, bleib da. Nehmen wir erstmal kurz eins. Wir kümmern uns erstmal um eure Bonobuster. Cindy. Da ist die blöde Kuh. Und du auch. So, die hat nicht auch noch. So, da passen wir jetzt nur auf. Und eventuell auch andere Waffe. Au. Teddy hilft ja auch nicht viel. Ach, der kämpft gerade gegen die Wildsau, lol.
So. Fresse. Uff, Bruder.